Hallo, liebe Minecraft- und Mine-Test-Freunde oder auch Mine-Test-Hasser, ist egal. Ja, ich bin auf dem Mars gelandet bzw. gestrandet. Da hinten liegt mein Raumschiff. Ich bin hier im Raumanzug. Wobei ich habe momentan den Schaden ausgeschaltet, sodass ich auch ohne gehen könnte, aber wir lassen es mal. So, jetzt schalte gerade mal um. Ja, also ich bin hier auf dem Mars, auf einem Mars-Server. Und da liegt da ganz zufälligerweise so mein Raumschiff rum. Und wer will, könnte da vielleicht dann auch mitmachen. Und zwar haben wir hier ein Raumschiff abgelegt. Und das wird noch ein bisschen verschönert. Und hier bin ich jetzt an der Einlassluke. Die wird jetzt gerade mal geöffnet. Matrose Marklotz, bitte. Offizier, Entschuldigung. Dankeschön. Das ist mein Kollege. Mach mal wieder zu. So, und dann können wir auch die Anzüge ablegen. So. Okay. Ja, und das ist das Raumschiff, das ist noch nicht ganz ausgebaut, wie man sieht. Das ist nur ein Anfang gemacht. Wir haben zum Beispiel das Cockpit hier. Das ist, ups, ist noch nicht ganz fertig. Wollen wir mal schauen, was wir da noch alles drauf machen können oder reinbauen können. Es fehlt natürlich noch der Stuhl des Kapitäns hier. Ja, und die Offiziere, die werden natürlich hier platziert rundum oder an den Konsolen, die dann hier sind. Das ist noch nicht so ganz fertig. So, und dann haben wir noch einen Lagerraum gebaut. Der Lagerraum ist hier drüben, weil es ist ja wichtig, wenn man hier gelandet und gestrandet ist auf dem Mars, dass man dann auch eine Kolonie gründen kann. Da gibt es dann vielleicht sowas wie Erde, sodass man in der Glaskuppel auf dem Mars gibt es ja Sand und da kann man daraus, glaube ich, auch Glas machen. Und dann kann man auf dem Mars dann zum Beispiel eine Marsstation bauen. Und wenn wir es schaffen, hier in dem Raumschiff eine TravelNet oder Teleportbox zu bauen, oh, da ist noch eine Wand offen, sehe ich gerade, dann könnten wir vielleicht in das andere Raumschiff oder die anderen Raumschiffe teleportieren, die noch oben im Weltall sind. Da kann ich mich ja vielleicht gerade mal von Hand hoch teleportieren, damit ihr seht, wie das von außen aussieht. Geh einfach mal hoch. Tschüss, Marklotz. So. Und nach kurzer Zeit sieht man dann hier den Planeten Mars von oben. Ah, ich falle gerade runter, deshalb geht es wieder weg. Also das ist eine bestimmte Höhe, ab der dann die Bodenansicht in die Weltallansicht übergeht. Ist nicht ganz realistisch, aber eigentlich auch nicht so schlecht. So. Ja, mal schauen, wo dann hier das andere Raumschiff oder die anderen Raumschiffe sein werden. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal, oder? Mal gucken, wie weit das Schiff dann ausgerüstet ist.